Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meiner kleinen Übersetzung zu Xenoblade Chronicles. Nintendo hat nämlich vor ein paar Stunden auf ihrem YouTube-Kanal eine Survival Guide-Reihe gestartet, um uns Spieler auf das kommende Xenoblade Chronicles X vorzubereiten. Und wer also dem Englischen nicht ganz so mächtig ist oder einfach nochmal die ganzen Tipps auf Deutsch hören möchte, dem wünsche ich jetzt viel Spaß. Vorweg aber noch, es können kleine Spoiler auftreten. Zum Beispiel, wie die Hauptstadt New Los Angeles aussieht. Außerdem sind die Namen, die ich hier benutze, die übersetzten Namen vor allem natürlich nicht offiziell, sondern ich musste mir da irgendwie eigene Übersetzungen zusammenkramern. Also zum Beispiel, wie die Klassen alle heißen und so. Das ist ja noch nicht bekannt, wie die heißen. Und deswegen ist denn das quasi von mir selbst gewählte Namen. Das wollte ich nur noch davor nochmal sagen. In 111 Tagen wird es keine Erde mehr geben. Am 4. Dezember 2015 wird sich die Menschheit ihrer größten Prüfung unterziehen müssen. Das Überleben. In der verbleibenden Zeit müssen wir uns für unsere Reise vorbereiten. Vorbei an Sternen und durch den unerforschten Planeten Mira, unser neues Zuhause. Um euch also zu informieren und wachsam zu halten, haben die Erben der zerstörten Erde, welche auch als Blades bekannt sind, ein fünfteiliges Video erschaffen, um euch auf eure gefährliche Mission vorzubereiten. Und ein schier unglaubliches Schicksal erwartet euch. A grand destiny awaits. In diesem ersten Video wollen wir euch besonders mit New Los Angeles, Blades und den Quests, die eure Zukunft bestimmen, vertraut machen. Los Angeles, auch bekannt als NLA, also New Los Angeles, ist eine der letzten menschlichen Bastionen. Hier leben die Überlebenden des zerstörten Amerikas, strebend nach Fortschritt und angesichts ihrer Not und ihres Unglücks. New Los Angeles wurde nach dem Vorbild der West Coast Städte gebaut und setzt sich aus vier verschiedenen Distrikten zusammen. Der Handelsdistrikt bietet neben Entertainment-Möglichkeiten auch Cafés, Restaurants, Warenhäuser, Klamottenläden und vieles mehr. Der Wohndistrikt beherbergt alle Bürger, die in New Los Angeles wohnen. Außerdem kann man Kirchen und Parks besuchen. Im Industriedistrikt kann man beispielsweise hochaufregende Pflanzen entdecken, welche für die Essensproduktion, Waffenentwicklung und gepanzerte Anzüge, die auch als Scales bekannt sind, genutzt werden. Hier kann man auch seinen eng Verbündeten namens Doc finden. Der Blade District ist das Herzstück von New Los Angeles und beherbergt den Blade-Hauptsitz. In diesem Gebiet könnt ihr Waffen und Rüstungen kaufen, eure Kaserne anpassen, euch das Questboard anschauen und Helfer rekrutieren, wie beispielsweise Emma. Dein Fortschritt auf dem Planeten Mira wird sich übrigens auf diesen Distrikt auswirken. Es würde also helfen, wenn du dich schon mal an diesen Distrikt gewöhnst. Nun wirst du dich aber bestimmt fragen, wer oder was ist eigentlich dieses Blade? Diese Organisation wurde gebildet, um bestimmte Pflichten auf dem Planeten Mira nachzukommen. Solche Pflichten sind zum Beispiel unsere eigene Sicherheit, die Aufrechterhaltung unserer Ordnung oder das Suchen von Überlebenden. Obwohl jede Division ein Spezialgebiet hat, bist du nicht beschränkt, nur den Aufgaben deiner jeweiligen Division nachzugehen. Da es aber für das Abschließen empfohlener Quests Divisionspunkte gibt, solltest du dich einer Abteilung anschließen, die auch wirklich zu dir passt. Hier nun ein Überblick über die Mission. Die Pfadfinder sind darauf spezialisiert, neue Erkenntnisse aus ihrer Umwelt zu gewinnen. Sie erhalten im Laufe der Zeit erhöhte HP-Genesung. Die Abfangkämpfer haben die Aufgabe, einheimische Spezien zu besiegen und Quests abzuschließen. Ihr Bonus ist zusätzliche Stärke für spezielle Waffen. Harriers konzentrieren sich auf das Bekämpfen von Monstern und erhalten Nahkampfwaffenboni. Kombinierer haben die Aufgabe, Schätze wiederzugewinnen. Außerdem haben sie eine höhere Chance, Items von Gegnern zu bekommen. Pfleger hingegen sammeln Items und erschlagen Monster. Zusätzlich haben sie eine höhere Chance auf kritische Treffer. Schürfer kümmern sich um das Sammeln von Ressourcen und verringern den selbst erhaltenen Schaden. Ausstatter kümmern sich um die Ausrüstung und bekommen eine Erhöhung der erhaltenen Handelspunkte.
Ermittler konzentrieren sich auf das Abschließen von Quests. Ihnen wird versprochen, dass Sie Spezialpunkte nicht nur während der Autoangriffe bekommen, sondern auch während Sie Spezialtechniken ausführen. Während du den Planeten Mira erkundest, wirst du einer Menge Individuen begegnen, welche dir viele verschiedene Quests auftragen werden. Diese Quests kann man in 4 verschiedene Typen einteilen, je nachdem, ob man Geld, Items, Erfahrungen oder andere Objekte bekommt. Missionen, wo es um die Geschichte des Planeten Mira und deren Einwohner geht, heißen Story-Missionen. Das sind die wichtigsten Missionen von allen und sie treiben die Handlung voran. Wir haben mehrere Story-Missionen zu jeweils einem Kapitel zusammengefasst. Man kann allerdings nicht einfach von einem Kapitel zum nächsten rennen, da jedes Kapitel einzigartige Anforderungen wie einen bestimmten Prozentanteil an Erkundungen in einem Kontinent aufweist. Story-Missionen können beim roten Blatt im Blade angenommen werden. Affinitäts- oder Verwandtschaftsmissionen eignen sich hervorragend, um das Band zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern zu stärken und Bindungen zu den Einwohnern NLAs aufzubauen. Auch helfen Affinitätsmissionen beim Freischalten von Story-Missionen und können an dem orangen Handsymbol erkannt werden. Normale Missionen können von Menschen mit rotem Fragezeichen-Icon angenommen werden und befinden sich überall auf ganz Mira. Oft schalten sie zusätzliche Quests und zusätzliche Belohnungen frei, geben Hintergrundinfos zur Hauptstory und schalten neue Mitglieder für die Gruppe frei. Eine Missionsübersicht kann außerhalb der Blade-Baracken am Missionskontrollboard gefunden werden. Normale Missionen bilden eine großartige Möglichkeit, um schnelles Geld und Items zu bekommen. Sie können aber auch besondere Features freischalten, wie das Umdesignen der Kleidung oder des Gesichts. Man hat die Möglichkeit, 20 dieser Missionen gleichzeitig auszuwählen. Es ist also eine gute Idee, sich immer gründlich auf Erkundungen umzusehen. Wie du sehen kannst, wird es in Xenoblade Chronicles X sehr viele Missionen geben. Um dich also auf deine Erkundung auf Mira bestens vorzubereiten, haben wir zum Abschluss noch ein paar zusätzliche Tipps. Vergiss nicht, auf den goldenen Pfeil der Minimap zu schauen oder dem Folgeball, wenn du auf der Suche nach deinem Ziel bist. Beide Optionen werden dich direkt zu deinem Ziel führen. Manchmal sind auf der Minimap Bereiche gelb hervorgehoben. Dies bedeutet, dass sich dein Ziel irgendwo in diesem Gebiet befinden wird. Manchmal wirst du auch ein grünes Ausrufezeichen über deinem Gegner sehen. Dies bedeutet, dass du diesen Gegner für das Abschließen einer Quest erledigen musst. Wenn du dein aktuelles Ziel ändern willst, musst du ins Missionsmenü gehen und die gewünschte Mission auswählen. Aber vergiss nicht, dass du mehrere Missionen aktivieren kannst, wenn du auf Mira unterwegs bist. Wir werden von nun an jeden weiteren Monat während der Erdzerstörung einen weiteren Survival Guide veröffentlichen. Verpasst also unser nächstes Video, wo wir über Kombo-Mechaniken, Techniken, Taktiken und Klassen reden, auf keinen Fall. Teile nun das Video mit deiner Familie, Freunden und allen, die es verdient haben, zu überleben. Ja, das war meine kleine Übersetzung zum Survival Guide von Xenoblade Chronicles X. Schreibt mir gerne eure Meinung zu meiner Übersetzung in die Kommentare, ob ihr vielleicht Sachen anders übersetzt hättet oder sonstiges Feedback. Was auch immer, gerne damit in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Twitter und so steht alles nochmal in der Infobox. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen weiteren Abend, morgen, Mittag, je nachdem, wann ihr dieses Video gerade schaut. Na dann, tschüss!